Hallo und herzlich willkommen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir ein Philly Cheesesteak Sandwich. Was brauchen wir für Philly Cheesesteak? Wir brauchen ein Ribeye Steak. Gute Qualität von Fleisch ist sehr wichtig. Eben für ein gutes Ergebnis braucht man gute Qualität von Fleisch. Wie immer. Es gibt jetzt zwei Stück Ribeye Steak. Werden ungefähr sein, so ja, 400 Gramm circa. Und ein bisschen an Zwiebel und an Provolone Käse. Ja. Provolone Käse ist wichtig. Ich meine, ich kenne es, ja, viele machen mit Cheddar Käse oder so oder mit einer Käsesoße. Ist alles gut. Schmecken tut, das ist wichtig. Und wie es euch schmeckt, wenn es passt, dann passt. Nein, im Endeffekt, gutes Fleisch, gehört klar geschnitten, ganz dünne Scheiben am besten. Da ist es vorher eingefrieren, für eine Stunde circa, dann ist es ein bisschen härter. Das ist jetzt leider schon ein bisschen weit draußen, das ist ein bisschen, man sieht es nicht mehr so hart. Aber ganz feine Tranchen abschneiden, was noch geht, weil das brauchen wir nachher für den Griller. In dem Fall nehmen wir jetzt die Plancha, die ist schon vorbereitet, die wird gerade ein bisschen warm. Und sobald die heiß ist, legen wir die Zwiebeln rauf. Dann haben wir die Zwiebeln auflegen, gibt dazu Avocadoöl. Ein bisschen rauf da. So, da. Nehmen wir ein paar Zwiebeln. Und die dann mal ein bisschen anrösten. In der Zwischenzeit schneide ich das Fleisch aber fertig. Ganz fein. Umso feiner, umso besser. Wenn ihr alle Schneider habt, zum Beispiel, könnt ihr alle Schneider genauso gut machen. Dazwischen immer wieder mit den Zwiebeln ein bisschen aufpassen, dass sie verbrennen. Sollen nur glasig werden. Und so Fetten, da schneide ich zum Beispiel raus, damit man die nicht drinnen hat. Wenn es ziemlich viel ist, ja. Ein bisschen Fett ist gut. Viel Fett will man auch nicht haben. Dann schauen wir auf die Zwiebeln. Wir machen es auf einer Plancha heute. Könnt ihr aber genauso machen auf einer Gusseisenplatte, wenn ihr einen Grill habt, einen normalen Gasgriller, alles kein Thema. Oder eine Feuerplatte ist auch super dafür. So, da. Das Fleisch reicht. Die Zwiebeln nehmen wir jetzt runter. So, und stellen wir mal auf Seiten. Ja. Ja. Jetzt nehmen wir wieder Avocadoöl. Und geben wir das Fleisch auf. Zum Fleisch kommen die Zwiebeln dazu. Und der Provolone-Käse, den damit auch gleich angrünen ein bisschen. Wie viel Käse ihr möchtet, das ist bleibt euch überlassen. So, dann. Der Käse ist ein bisschen angeschmolzen, jetzt gehen wir da rauf. Und wir sehen, wir brauchen ein bisschen Käse, also Provolone. Und ein bisschen salzener Pfeffer kann man noch aufsparen. Ein bisschen Salz. Gut vermischen. Dazwischen wird immer ein bisschen Butter. Und das Baguette. Und dann das Baguette anrösten. Oder?
oder? Ein bisschen an Provolone kann man auch aufgeben. Ich mag den sehr, also Provolone bekannte. Macht ein bisschen mehr Geschmack. So. So. Nehmen wir das Paket. Ganz einfach. Und wir befüllen es. Wir wollen ja ein bisschen eine Männerportion haben. Obwohl, die Frauen schaffen es locker auf. Und wir haben unser Philly Cheese Steak. Ein bisschen noch würzen, ein bisschen salzen noch drüber. Ein bisschen Pfeffer. Und das Philly Cheese Steak ist fertig. Lasst euch schmecken. Mahlzeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert meinen Kanal, so könnt ihr mir helfen, dass ich wachsen kann. Vielen Dank und let's grill, servus.